Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Hier wieder der Bang Sound. Heute geht es weiter mit der zweiten Mission von Let's Play Command & Conquer Alarmschiff Rot 2. Und ja, wollen wir gleich mal anfangen, denke ich, ne? Ja. Na komm schon. Wir wissen, dass du laden kannst. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Und da geht's los. Und da ist auch unsere Tanja schon wieder. Ab auf die 1. Katsching! Guckt mal, Leute. Eine Kiste. Geil! Inzwischen sind ein paar Rocketeers in Colorado Springs eingetroffen. Auf unserem Befehl werden sie einmarschieren. Wisst ihr, was das Geilste an diesem Spiel ist? Du kannst eigentlich alles nur mit der Tanja hier machen. Es gibt, glaube ich, kein Game, was ich so geil finde und so geil spielen kann wie Red Alert 2, Leute. Um mal ein bisschen drüber zu reden, über Red Alert 2. Ich mache das ja hier nicht nur, um Leute zu unterhalten, diese 10, 15 Leute, die dazu gucken. Nein, ich mache das hier eigentlich eher aus so einem eigennützigen Zweck. Wie ich in meinem ersten Video schon angedeutet habe, ich spielte dieses Spiel vor einiger Zeit ziemlich viel und auch ziemlich gut. Und ja, leider kann man es ja nicht mehr im Internet zocken und ich versuche halt ein bisschen auf diesem Wege auch ein paar Leute zu finden, die nochmal Lust haben, einfach nochmal Red Alert zu spielen, nochmal wieder rauszuholen, gucken, ob sie es noch drauf haben vielleicht. Denn ja, vor einigen Jahren, als Westworld halt verkauft wurde, da wurden die Server von Red Alert halt geschlossen. Das ging anderthalb Jahre, zwei Jahre so, bis dann ein freies Entwicklerstudio einen Linux-Server zur Verfügung stellte. Den XWIS-Server. XWIS-Server natürlich. Und ja, seitdem kann man sich auf diesen Server einfach aufwählen und eine Runde zocken, wenn man Bock hat. Sofern ihr das Spiel zwar noch zu Hause habt, es installiert und nicht ins Internet kommt, das ist ganz normal, weil man kommt halt nicht mehr auf die Westwood-Server drauf. Man muss sich diesen Patch einzeln runterladen. Ich werde euch mal den Link in die Beschreibung setzen. Und für alle Leute, die sagen, ich habe schon eigentlich ein bisschen Lust, im Internet zu zocken, gegen andere Leute, mit anderen Leuten zusammen, aber ihr habt keinen Bock, die 10, 15 Euro auszugeben, die das Spiel halt noch kostet. Ich habe eine gute Nachricht für euch, Leute. Das Spiel ist kostenlos im Internet zu erhalten. Man muss sich den halt nur noch auf CD bringen. Auch diesen Link werde ich euch danach einfach mal mit in die Beschreibung posten. Ja, mal gucken. Wenn ihr Bock habt, macht es. Wenn nicht, ist euer Ding. Gebäude eingenommen. Ja. Oh. Ja, schrei, du Olle. Primäres Ziel erreicht. Neue Bauoptionen. Gebäude eingenommen. So, jetzt wollen wir euch mal zeigen, wie das hier richtig losgeht. Training. Ja, das Spiel dauert keine 5 Minuten mehr, dann ist das vorbei. Produktion läuft. Gestoppt. Produktion läuft. Erzsammler unter Beschuss. Einheit bereit. Schildgebild. Bandit auf 6 Uhr. Ich muss die Sicht klären, Sir. Ab in die Lüfte. Ab auf die 2 mit euch und jetzt. Oh, 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 oh. Ab in die Lüfte, meine Freunde. Produktion abgeschlossen.
Pläne hier. Gebäude eingenommen. Produktion läuft. Kanal frei. Einheit bereit. Erzsammler unter Beschuss. Erzsammler unter Beschuss. Bereit zum Starten in die Lüfte. Einheit bereit. Kanal frei. Bandit auf 6 Uhr. Ja, Leute. Erzsammler unter Beschuss. Also ich weiß nicht, ob ich schon jemals wieder so ein geiles Spiel gespielt habe wie Red Alert 2. Ich habe aber insgesamt alle Command & Conquer Teile verschlungen, muss man schon sagen. Dann, das ist einfach ein geiles Spiel. Flieger meldet sich. Verstanden. Jetzt geht's los. Erzsammler unter Beschuss. Dum, 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 dum. Allein die Musik, es ist einfach göttlich, mal seit ein paar Tagen wieder die CD installiert zu haben. Ich habe mir euch immer vorgenommen, ich kann es ja nur wiederholen, ich habe es damals ziemlich exzessiv gespielt, auch in höheren Rängen. Ich werde mal die Tage einfach von der Karte, die man, ja, von der Turniermap, die man halt im Internet zockt, mal ein kleines Tutorial ins Internet bringen. Denn die XWIS-Server, die noch online sind, haben auch noch ihr eigenes Ranking-System. Jetzt geht's los. Vielleicht kriegt man ja 10, 15 Leute wirklich mal dazu, ein bisschen zu zocken. Ja. Dann wäre das vielleicht mal eine Möglichkeit. Produktion läuft. Nochmal eben das Ranking-System ein bisschen auszunutzen, was hier noch mit drauf ist. Erzsammler unter Beschuss. Aber wir gucken mal. Alles in Frage der Zeit, kriegen wir alles hin. Wie der Wind. Kanal frei. Ändere den Vektor. Einheit bereit. Neues Ziel erhalten. Training. Einheit bereit. Schnell und leicht. Schnell und leicht, meine Freunde. Einheit bereit. Neues Ziel erhalten. Ich muss ja sagen, als Kampagne habe ich immer lieber die Alliierten gespielt, obwohl ich im Internet die Sowjets immer ein bisschen bevorzugt habe. Wahrscheinlich einfach auch nur, weil der Grizzly-Panzer nicht so angenehm zu spielen ist. Wie der Rhino-Panzer. Einheit bereit. Ka-ching-ching. Wohin, Kommando? Hervorragend. Hervorragend. Einheit bereit. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch ein bisschen starten können. Theoretisch auch alles wieder mit der Tanja komplett alleine Einheit zu machen. Bereit. Da sie keine Panzer benutzen. Ja, ich benutze aber persönlich lieber gerne Tanjas als... Einheit bereit. Einheit verloren. Als die Tanja zu spielen, macht mir einfach persönlich mehr Spaß. Ist eine Geschmackssache. Habt ihr Bock, die Tanja zu nehmen, könnt ihr das mit der Tanja machen. Habt ihr keinen Bock, macht es wie ich. Zack, bum bum, alles ist down. Einheit bereit. Fahrzeug bereit, meine Freunde. Vorwärts. Schnell und leicht. Waffen bereit. Einheit bereit. Vorwärts. Schnell und leicht. Vorwärts. Nähere mich dem Ziel. Ching ching. Einheit bereit. Und da kommt die Nachhut. Einheit verloren. Einheit befördert. Ching ching. Was macht Mrs. Tanja hier? Einheit bereit. Ching ching! Oh oh. Oh oh. Training.
Einheit bereit. Ziel. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit bereit. Einheit verloren. Was ist hier los? Einheit bereit. Produktion läuft. Ching, ching. Da denken sie, könnten sie noch was machen, aber... Einheit verloren. Dem ist nicht mehr so. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ching, ching. Produktion läuft. Einheit berichtet. Einheit verloren. Einheit bereit. Feuerzone befestigt. Ich finde auch, das Spiel sieht einfach nur göttlich aus. Für das Jahr, wo das produziert wurde, einfach ein geiles Echtzeitstrategiespiel. Einheit bereit. Einheit befördert. Einheit bereit. Einheit befördert. Einheit bereit. Einheit bereit. Eintreffende Nachricht. Einheit bereit. Einheit befördert. Verstärkung. Oh, Einsatz erfolgreich, meine Freunde. Alles klar, Leute, das war's. Wir haben es wieder einmal in der benötigten Zeit auch geschafft. Durchschnittlich braucht man 25 Minuten. Alles klar, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das war wieder euer Bang Sound. Wir sehen uns die Tage wieder. Ich werd wohl noch irgendwie ein oder zwei Let's Plays das Wochenende hochladen. Vielleicht guckt ihr rein, vielleicht schreibt ihr mal ein bisschen was zu. Vielleicht meldet euch mal, ob ihr vielleicht auch mal Bock habt, mit mir ein bisschen Runde zu zocken. Von mir ist auch gerne mal ein gemeinsames Let's Play. Es gibt auch Internetkampagnen, die ein bisschen anders aufgebaut sind. Meldet euch, Leute. Danke.